Vier wunderschöne Turniertage, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei dem Mephisto Amadeus Horse Inders neigt sich schon langsam dem Ende. Heute früh das große Finale der Amateure und wiederum ein Sieg für Österreich durch die blutjunge und hochtalentierte Marie-Christine Sibester. Marie, wieder alles richtig gegangen am heutigen Morgen. Der zweite oder dritte Sieg an diesem Wochenende? Der zweite Sieg. Ja, Olala hat alles gegeben. Warst du wieder zufrieden mit deinem Pferd? Ja, sie hat super mitgekämpft und ist echt gut gesprungen und alles hat funktioniert, so wie ich es wollte. Jetzt bist du eine der jungen österreichischen Nachwuchstalente, der man eine ganz, ganz große Zukunft voraussagt, wenn alles weiter so in den richtigen Bahnen verläuft. Wie sehen die Zukunftsziele aus, einer Marie-Christine Sibester? Ja, ich möchte gern an der Junioren-Europameisterschaft teilnehmen und gute Platzierungen international sowie national erreichen. Ja, gute internationale Platzierung wäre vielleicht auch das European Youngster Cup U25 Weltfinale. Eine Idee für dich? Ja, wenn vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr wäre schon vielleicht ein Ziel für mich. Also wenn du sagst übernächstes Jahr, dann ist es das nächstes Jahr, weil du stapelst immer gerne ein bisschen tief. Aber wenn man schon schaut, auch Anna Makel, deine Teamkollegin, hat sich ja gestern, glaube ich, in diesen sehr, sehr schweren Weltfinale über 1,55 Meter hervorragend geschlagen. Ja, das war ihr erstes so schweres Springen und sie hat das echt gut gemacht. Aber auch Motivation genug für dich. Ja. Dann wünschen wir dir, deiner Familie, deinem Team und auch deinem Trainer, wie Mario Bichler, alles, alles Gute, frohe Weihnachten und hoffen, dass wir dich gesund und wieder erfolgreich 2017 wiedersehen. Danke.